Hallo Wilma. Hallo Freddy. Und natürlich hallo Kinder. Herzlich willkommen zum Kindergottesdienst. Wilma, was ist denn dir passiert? Bist du hingefallen? Du siehst so traurig aus. Das muss dir bestimmt wehtun. Ja, aua. Oh, du musst nicht traurig sein. Was hast du angestellt? Ich war gestern mit meiner Mama spazieren. Und gerade geht ja immer so ein heftiger Sturm. Und dann ist vom Baum ein Stück Ast direkt auf meinem Schneckenhaus gelandet. Autsch, da musst du wirklich Schmerzen haben. Weißt du, wenn ich mich verletzt habe, dann sagt meine Mama immer, heile, heile Segen, 7 Tage Regen, 7 Tage Sonnenschein, dann wird alles besser sein. Das hilft mir jetzt nicht so weiter. Es tut so weh. Aber du, sag mal, du kennst doch bestimmt eine coole Geschichte aus der Bibel. Und wenn die vorbei ist, vielleicht tut danach auch nicht mein Schneckenhaus mehr so arg weh. Heute lassen wir uns eine Geschichte erzählen, was Jesus gemacht hat, als jemand wirklich richtig traurig war. Das ist die Person, die so, so traurig ist. Es ist eine Frau. Seht ihr, wie traurig sie aussieht? Sie kann nicht aufhören zu weinen. Die Frau bräuchte wirklich ganz, ganz dringend ein Taschentuch. Und das sind noch viele andere Menschen. Sie laufen hinter der Frau her. Und auch diese Menschen weinen. Hier sind wohl alle Menschen sehr traurig. Was ist da nur passiert? Jesus ist übrigens auch dort. Jesus sieht, wie die weinenden Menschen etwas tragen. Es ist eine Bahre. Eine Bahre ist wie ein Bett, das man tragen kann. Kranke Menschen, die selbst nicht mehr laufen können, werden zum Beispiel auf einer Bahre getragen. Hier ist ein junger Mann, aber er ist nicht krank. Er lebt nicht mehr. Der junge Mann ist tot. Er liegt auf dieser Bahre. Jesus hört, wie jemand sagt, es ist schrecklich, die arme Frau. Jetzt hat sie niemanden mehr, der für sie sorgt und sich um sie kümmert. Erst ist ihr Mann gestorben und jetzt auch noch ihr einziger Sohn. Jetzt ist sie ganz allein. Jesus versteht. Die Frau weint so verzweifelt, weil ihr Kind gestorben ist, dass man wirklich auch selbst traurig wird. Jesus macht das auch ganz traurig. Die Frau tut ihm leid. Jesus möchte die Frau trösten. Aber wie könnte man die Frau trösten? Jesus hat eine Idee. Er weiß jetzt, was er tun möchte. Er geht auf die Frau zu. Die Frau bleibt stehen. Jesus sieht sie an, ganz liebevoll. Und sagt zu ihr, weine nicht. Die Menschen denken, das ist ja lieb gemeint, aber trösten tut das die Frau nicht. Ihr Sohn ist tot. Es ist doch normal, dass man da weint. Jesus geht zu dem toten Jungen auf der Bahre. Jesus sagt zu dem toten Jungen, ich befehle dir, steh auf. Einen toten Menschen wieder lebendig machen? Geht das überhaupt? Kann das Jesus? Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Der Junge atmet plötzlich wieder. Der Junge lebt. Die Mutter kann es gar nicht begreifen. Jetzt weint sie wieder,
aber diesmal sind es Freudentränen. Auch die Menschen jubeln, sie sind begeistert, sie loben Gott und freuen sich mit der Frau. Sie spüren ganz stark, Jesus hat die Menschen lieb. Er ist für die Menschen da, die traurig sind und Hilfe brauchen. Er hilft ihnen. Auf Jesus können sie sich verlassen. Ihr habt ja jetzt in der Geschichte gehört, dass ein Sohn gestorben ist, ein kleiner Junge, der war vielleicht noch gar nicht so alt. Und seine Mama, die trauert dann ganz arg um den und weint ganz viel. Und vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, dass jemand gestorben ist, den ihr lieb hattet. Vielleicht der Opa, die Oma. Oder ihr kennt jemanden, der das erlebt hat. Die waren dann natürlich auch ganz traurig und haben auch ganz viel geweint. Und Jesus kommt dann zu der Frau und möchte sie trösten. Und Jesus erweckt ja diesen Jungen auch wieder und tut ein absolut großes Wunder. Aber heute passiert das nicht mehr so, dass die Menschen, die wir lieben, auf einmal wieder da sind, wenn sie gestorben sind. Aber Jesus will uns trotzdem trösten. Jesus ist trotzdem für uns da. Er ist unser bester Freund und wir können ihm alles sagen, was uns belastet. Wir können ihm sagen, wie traurig wir sind und dass wir einfach total verzweifelt sind, weil wir den Menschen nicht mehr bei uns haben. Aber er ist da und wir können ihm wirklich alles sagen. Wir können jetzt noch zusammen beten. Genau. Jesus, wir staunen über das, was du alles kannst. Danke, dass es dir nicht egal ist, wenn wir traurig sind. Danke, dass du bei uns bist. Danke, dass du unser bester Freund bist, dass wir dir alles sagen können. Amen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mit eurer Familie rausgehen oder ihr spielt ein paar Brettspiele. Und ja, macht's gut. Tschüss.